Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Torschungs 2017 und beim FC Ruhrpott. Ja, wir sind in der 5. Liga, wir machen unser 4. Spiel und wir sind auf Platz 3 und wir haben das erste Mal die Auflagen alle erfüllt für die 5. Liga und deswegen ohne Malus angefangen, also ohne minus 30 Punkte Vorsprung. Vorsprung ist gut, ne? Naja, wie dem auch sei. Also, ja, wir machen weiter und wir spielen gegen Rosenheim. Im Amateur-Cup sind wir noch drin. Wir haben einen Viertligisten geschlagen und haben uns deswegen ganz wunderbar. So, jetzt muss ich nochmal eben hier, Moment, ich muss nochmal eben nach Stadion gucken. Ich habe nämlich die letzte Folge nochmal geguckt und ja, guck mal. Wir brauchen 100 Sitzplätze, wir haben aber, ich hatte mich doch gewundert, warum mit hier denn schon 200.000 überhaupt kostet, wenn man noch gar nichts gemacht hat. Ja, ist ja ganz klar, weil alle Plätze in Sitzplätze umgewandelt werden. Das heißt also, wir haben hier nachher 800 Sitzplätze und da müssen wir natürlich entsprechend auch die Eintrittspreise für haben. Ne? Sitzplätze haben wir dann, haben wir gesagt, 9 Euro. Haben wir das gesagt? Anscheinend. Jo, schauen wir mal. Sind ja noch 7 Wochen, bis das soweit ist. Jo, wir machen mal weiter. Wir machen erstmal hier unser Rosenheim-Spiel. Und dann gucken wir mal weiter. Genau. Immer alles, ne, mit der Ruhe und so. Was sagt denn hier unser Sponsorenzeug? Auch da müssen wir mal einmal gucken. Ist noch alles voll. Wunderbar. Auch das ist wunderbar. Weiter. Weiter geht's. Wir haben ein Heimspiel. Da ist weiter. Dann drücken wir doch auch da. 76. Okay, ich verstehe schon. So wahnsinnig stark sind die nicht, gell? Machen wir mal weiter. So, normaler Einsatz ausgeglichen. Keine Prämie. Alles wird gut. Big Blaze präsentiert Ihnen einen Sieg mit 2 Toren. Mit 2 Toren Unterschied. Und ja, da geht es schon los fast. Oje, oje, oje. Ah, Taku, mein Freund, komm. Jawoll, schon ist er drin. 1700 ausverkauft. Ja, da sind die 800 Sitzplätze, die uns noch fehlen. Ne? Aber das macht ja nichts. Ach, wir haben doch so viel Kohle, mein Gott. Wir schwimmen doch praktisch in Geld. Da sind die 2 Tore Unterschied, die wir brauchen. Ah, wunderbar. Nichts sagen, gucken und weitermachen. Jawoll, Psycho wieder. Ah, der hat der Torwart keine Angst gekriegt dieses Mal. Einmal hat er Angst gehabt, einer ist schon reingegangen. Und Takur, jawohl, ja, wenn die so chillen, dann geh mal ruhig dazwischen. Was ist denn hier los? Nee, so nicht, Neitzke, war doch immer. Guck mal, der hatte schon eine gelbe Karte und 2 Chancen. Und wer hat das Spielesende? Oh, ich habe nichts mitgekriegt. Toll, 3 Punkte Unterschied. 3000 Merchandising, 12.500 Heimsponsor, Siegprämie, alles in allem. Satte 46.000. Sieht man doch immer wieder gern. Da ist weiter. Ach, immer ist hier weiter. Irgendwo drücken, mal ist hier weiter. In der Mitte drücken. Und wir sind immer noch Dritter. Die haben immer noch nicht gestrauchelt, die beiden hier. Aber spätestens, wenn wir gegen die spielen, dann straucheln die. Ich sag euch das. Guck mal da, der Taku, Dritter. Mit 3 Toren Dritter. Jawohl. So, gegen Nordhausen. Auswärts in Nordhausen. Das machen wir gerne. Wir kommen, wir schauen mal vorbei, kein Problem. So, weiter. Auf automatisch und weiter. Das geht automatisch weiter. Ja. Jawohl. Und da kommt der AM Cup. Unsere zweite Runde. Da spielen wir gegen den 6. Ligisten, glaube ich. Also da haben wir doch mal endlich ein bisschen leichteres Spiel, hoffe ich. So. Ja. Wacker 09 Nordhausen. Ja, weiter. Und beste 11, natürlich. Why not? Nee, gibt keine Prämien und so ein Zeug hier. Ganz normal wird hier gezockt und gespielt und gewonnen. Golob. Golob? Naja, Gott sei Dank. Er hat daneben gegoloppt. Quasi. Ah, Sheriff. Der Sheriff. Jawohl, drin ist er. Der Sheriff hat ihn reingemacht. Ein erstes Tor. Na guck mal, quasi die Vorlage gegeben, quasi hat schon wieder gelb. Eieieiei. Was ist denn hier los? Aber ich sag nichts. Alles wird gut.
Ich habe schon einmal was gesagt, ne? Ja klar, in dem AI Cup, da in dem Amateur Cup. Was ist hier passiert? Was ist hier? Da quasi. Da, der hatte schon die gelbe. Ich sag noch quasi. Ja, Psycho, da musst du dran glauben. Das tut mir so leid. Welchen nehmen wir denn hier? Hier nehmen wir den. Den für den Psycho. Genau. Und dann kommt der hier hinten. Jawohl, der muss unbedingt mal spielen. Der hat zwar nur 8-1. Der Hube, der 8-2, aber der hat 5 Sterne und das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Sonst geht der nicht hoch, denke ich mal, im Geld, im Wert. Ihr wisst schon, was ich meinte. So, ja, Spielende 1-0 gehalten, wunderbar gespielt. Da hat er quasi praktisch doch keinen Fehler gemacht, quasi. So, wir sind immer noch Dritter, oder? Ne, wir sind Zweiter. Ah, Wuppertal hat gestrauchelt. So muss es sein. Und schon sind wir tormäßig weit vorne, natürlich. Wir haben alle nur 2 Tore kassiert bisher hier. Das ändert sich, wenn wir gegen die spielen. Takur, vom 6. Platz zurückgerutscht, aber da sagt ja noch gar nichts. Die sind ja alle noch ein Tor nur auseinander. Die Oberhausener sind 8. im Augenblick und wir spielen gegen den 1. Illertissen. Ja, da werden wir uns doch mal direkt an die Dingens vorne vorsetzen. Also vorne, ganz vorne vorsetzen. Ach ja, das nächste Spiel ist gegen Wattenscheid. Eine große Ruhrgebiets-Talentschmiede. Und wir spielen in Wattenscheid und da sagen die gar nichts. Heute lief mindestens ein Vertrag mit einem Sponsor aus. Ja, Moment, da, auch das machen wir sofort. Natürlich. Für Geld, da sind wir doch sofort dabei. Was haben wir denn hier? 3 Jahre 7,8, 3 Jahre 9,2, 1 Jahr 7,3. Komm her. Mit Wein kennen wir uns aus. Eieiei, wenn ich nochmal drücke, ist er weg. Nee, doch nicht. Uhuhuhu. Ja, dann können wir auch noch ein bisschen mehr Geld nehmen. Komm. Ja, so muss es sein. So ist richtig. Alles gut. Alles richtig gemacht. So, jetzt AM Cup. Die zweite Runde. Oberhausen ist auch noch dabei. Guck mal, gegen Wacker Nordhausen, die wir vorhin geschlagen haben, 1-0. Ganz souverän, ganz locker. Genau, und wir spielen die Wattenscheid, die sind in der 6. Liga. Jupp. Da lassen wir uns aber trotzdem nicht irritieren. Oh, guck mal, 56 nur. Oh ja, das müssten wir doch eigentlich, ne? Trotzdem die beste Elf. Wir nehmen trotzdem die beste Elf, würde ich sagen, oder? Ja, ich finde schon. Ich finde so schon, sollte man nehmen. Normaler Einsatz ausgeglichen. Ich denke mal, da sollte nicht viel passieren. Schiebt doch hier nicht den Hintergrund hin und her, Opa. Macht doch nicht so was. Ja, die sind motiviert, auf jeden Fall. Aber zu kämpfen und noch nichts passiert, noch gar nichts passiert. Weiter so. Hier, wenn ihr dieses Spiel verliert, werdet ihr mich nicht wiedererkennen. Dann setze ich mir nämlich so ein Hütchen auf und mache mir so eine rote Nase und schmink mich und dann werdet ihr mich total überhaupt gar nicht wiedererkennen. Oder da geht noch was. Oder Maul halten und weiterspielen. Jawohl, Takur, da ist er doch. Jawohl. Das war doch die Fahrkarte, oder? Für die nächste Runde. Ja, der Sheriff, ja, setzt noch einen drauf, genau. Schade eigentlich für Wattenscheid, ne? Aber mein Gott. Wir müssen gucken, ne? Jeder ist sich selbst der Nächste und das Hemd sitzt mir höher als die Hose. Und ein rechter und ein linker Socken vertragen sich gut. Und ein paar Schuhe finden immer nach Hause. All diese klugen Sprüche. Naja, wir haben 3-0 gewonnen. Die Sprüche davon, die meisten gab es gar nicht. Aber egal, die habe ich mir einfach mal ausgedacht. Auch gut. Why not? Guck mal hier. Zuschauereinnahmen 22.000. Ja, nehmen wir da mit. Ach, da unten wieder. Ach, ich weiß immer nie nicht, wo ich drücken muss hier. So, sofort anzeigen. Weiter. Wo sind wir? Wo sind wir denn? Da. Gegen den Siebligisten. Mallingen. Ja, das sieht doch sehr gut aus für uns. Und die Oberhausener sind auch noch drin. Sehr schön. Waldorf. Die sollen doch hier ihren Namen tanzen lieber. Die Wuppertaler sind da drin, na guck mal. Ein paar Vierligisten noch drin.
Und wir spielen gegen Balingen, eigentlich so vom Papier her der Schwächste überhaupt. Ja, kann ich gut mit umgehen. So, jetzt kommt, achso, jetzt kommt erstmal DFB-Pokal. Genau. Zeig ich mal sofort an. So, Freiburg. Komm, komm, komm. Da, die Bayern, die haben die Schalker rausgehauen. Habe ich doch gesagt, ey, Mann, Mann, Mann. Denn nicht nur im wirklichen Leben, auch hier ist es so, dass die Münchner deutlich stärker eingeschätzt werden. Naja, Freiburg gegen Düsseldorf. Die Bremer empfangen die Bayern. Stuttgart empfängt Hamburg. Und Wiesbaden empfängt Paderborn. Und ein Zweitligist-Spiel. Die Dortmunder kriegen mit Leipzig zu tun. Böses Spiel. Augsburg gegen Hoffenheim, Gladbach gegen Sandhausen, Wolfsburg gegen St. Pauli. Und hier ist der DFB-Pokalsieger mit dabei. Da bin ich mal gespannt, wer das Rennen macht. Letztes Jahr war, glaube ich, Gladbach. Auch nicht schlecht. Gar nicht mal so abwegig. Doch, eigentlich schon. Egal. Wir haben unser Spitzenspiel. Und unser Stadion ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Das heißt, wir werden 1700 Zuschauer haben, ausverkauft. Irgendwie so in der Richtung geht das. Geht das Ganze. So, dann machen wir das nochmal. Hier, normaler Einsatz. Ja, mein Gott, ein Sieg. Ach komm, zwei Tore Unterschied. Wir sind total, der Psycho macht den. Komm, ausverkauft, 1700 Leute, jawohl. Zeit, dass wir hier, dass das Stadion fertig wird. Meine Stimme geht schon wieder, mein Gott, ey, wieso werde ich denn schon wieder heiser? Kaum rede ich mal ein klein bisschen was, schon werde ich wieder hier. Tu mal Psycho, Vorlage hier. Und der Ratzer hat da nichts rausgemacht. Da ist er steinigen, ist er da angesagt, würde ich sagen, Ratze. Oder? Wenn der Psycho dir schon eine Vorlage gibt und du machst da nichts, dann ist steinigen angesagt. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn hier für ein Tänzchen? Lass das mal lieber. Ja, Psycho, jetzt mach es selber, genau. Naja, aber 1-0, 1-0 ist 1-0. Ratza, jetzt nochmal, komm. Ja, dieses Mal macht dann rein. Jawohl. Ach, der wollte nur die Vorlage vom Mori lieber. Genau, vom Psycho wollte er nicht. Der wollte die vom Mori. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir sind Tabellenführer, würde ich sagen. Würde ich einfach mal so behaupten. Jep, sag ich doch. Tabellenführer, 16 Punkte. Punktgleich mit Wuppertal. Bis paar mehr, jede Menge, zwei Tore mehr. Ja, das ist schon okay. Das passt schon, das passt schon. Das gefällt uns gut. Ein paar hier in der Torschützenliste drin, jawohl. Wunderbar, wunderbar. Und unser nächstes Spiel ist auswärts gegen Haiger, Steinbach-Haiger. Das ist doch hier, wo ich gesagt habe, hört sich an wie Doppelkorn, ne? Ja, Clara mit Speck, genau, Steinbach-Haiger. Jupp, was macht denn hier unser Stadion eigentlich? Stadionausbau. Noch 33 Tage, dann sind wir fertig. Dann kriegen wir hier die 800 Sitzplätze. Wahnsinn. Dann wird auch Zeit. Ich habe echt zu spät ausgebaut. Ne? Also als das anfing praktisch. Als die Saison anfing, habe ich angefangen, ein Stadion auszubauen. Da kannst du mal sehen, was ich für ein Klugen bin. Was? Die Choreo beim letzten Heimspiel? Welche Choreo? Wir sind doch kein Tanzverein, wir sind Fußballverein. Was ist das hier? Was soll denn das? Das hatte ich schon mal. Wo waren das? Vor 6 Jahren? Bei einer WM? Da haben die auch auf einmal gesagt, ja, hier, dieser Verein, hier, diese Mannschaft, diese Nationalmannschaft hat sich eine besondere Choreo ausgedacht für ein Tor. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Ich denke, wir sind Fußballer. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Tanzclub? Und dann alles so Schwatte, weißt du? Ich habe ja keine Vorurteile, um Gottes Willen. Aber, ne, manchmal werden die auch wieder weiß. Hier Michael Jackson. Aber, ne, wie kann man sowas machen, ey? Wie lächerlich ist das? Und dann haben sie die Vorrunde, haben sie zwei Tore gemacht, haben zweimal Getänzchen gemacht und im Endeffekt sind sie mit 0 Punkten nach Hause gefahren. Das war ja super. Aber Choreo, natürlich. Muss sein, muss sein. Da rege ich mich auf. Gar nicht rege ich mich auf. Natürlich nicht, warum auch? Habe ich nicht mehr und nicht weniger von. Trotzdem finde ich das lächerlich. Bei einer Fußballmannschaft ist das lächerlich. Das ist, weißt du, so American Football mit ihrer Reißbüschel da, wenn sie da anfangen rumzutänzeln, die Mädels. Das ist ja auch schon lächerlich, aber das verstehe ich ja noch. Da werden die Mädchen, die Frauen ja integriert in den Sport. Genau.
Eigentlich ist das echt traurig, was die Amis da abziehen. Diskriminieren, da geht's kaum. Aber egal. Mein Gott, das ist doch. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, ist das nicht hier. Das ist doch mein, ist er doch nicht. Das kann mich doch kalt lassen, oder? Jongleur, was meinst du dazu? Meine ich doch. Ich weiß nur, dass alle Schwarzen, die hier ihre Videos haben, plötzlich alle weiß sind. Nur der Lyle nicht, der ist auch vorher weiß. Da wäre geil, wenn der dann schwarz wäre, ne? Ah, guck mal, 2-0. Ja, so muss es laufen. So. Ja, nichts sagen. Wunderbar. Ratza, jetzt mach mal. Ah, Freistoßspezialist, unser Ratza. So kennen wir ihn. Der ist ganz schön aktiv, ne? Herr Ratza, muss man echt mal sagen. Aber ich meine, mit 9,9 ist ja auch. Achso, Spielsende, 3-0 gewonnen. Ja, super. War super. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Schönes Spiel. Schöner Erfolg. Ah! Und siehe hier. Ein Punkt Unterschied. Wir sind nicht mehr punktgleich. Wir Wuppertaler haben verloren. Die Illertissener sind nachgerückt und die hatten wir geschlagen. Und schon sind wir mit dem Punkt vorne. Das sehe ich doch sehr gerne. Das sehe ich doch sehr gerne. Wir sind im Augenblick die einzige Mannschaft ohne Niederlage und so soll das auch bleiben. Genau so hätte ich es gerne. Bitteschön. So, jetzt kommt Warschau? Ja, genau. Gegen Oldenburg. Aber erst kommt da noch ein Länderspiel, oder? Genau da. Da gibt es nochmal 30.000 oder so. Hier, da. Drück mal weiter. Da gibt es doch nochmal Kohle für alle unsere super Spieler, die wir haben. Nur noch 20? Echt? Ja, wir haben so viele verkauft, ne? Der Gysi, 29 Spiele. Guck mal hier, die haben noch gar keine Spiele gemacht. Aber die gehen trotzdem rüber. Ja. Der Ratza? Ach, der hat für sein Land noch kein Spiel gemacht. Der Gysi hat 29 Spiele gemacht für sein Land. Und hat da 2 Tore geschossen. So ist das nämlich. Und die sind dank unserer vorbildlichen Trainings, wir haben denen gezeigt, dass der Ball rund ist und der Runde muss in die Ecke. So rum war das. Und deswegen sind die jetzt nominiert, ne? Obwohl er ja schon 30 ist und die sind 29, aber egal. Und machen jetzt ihr erstes Spiel für ihr Land. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und wir sind das schuld. Ist das nicht schön? Ich finde das schön. Und 20.000 gibt es dafür, weil wir denen den Ball gezeigt haben. Genau, und wir spielen gegen Weißrussland. Und nicht zu knapp. Genau. Wo sind wir hier? Hier, da, die, guck mal, hier sind neue Leute. Die kennt doch kein Mensch. Da sind da alles Ausgedachte hier. Die kennt doch keiner. 7-1. Die denken immer noch, wir sind immer noch so gut. 2026. Oh mein Gott. Mir doch egal. Ah, mein Gott. Selbst der eine hier, ich weiß, ich habe schon vergessen, wie er hieß. Vor 2-3 Jahren war er noch Spitze in der Nationalmannschaft. Kriegt keinen Hahn mehr nach. Selbst ich hatte den Namen vergessen. Das soll was heißen. Eigentlich heißt er gar nichts. Ich vergesse viele Namen. Es gibt keinen Namen, den ich nicht vergessen würde. Meinen eigenen inbegriffen. So. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ratza, du bist ja verletzt. Und jetzt müssen wir mit dem 6-5er spielen? Do? Mit dem Dagobert? Das ist eine Mischung aus Dagobert, oder? Ja, sicher. Dorbert, Dagobert. Ja, sicher. Der spielt jetzt. Ja, da bin ich ja komplett begeistert. Was ist denn mit dem anderen? Der Ratze? Ja, und hier? Was ist denn hier? Ich habe doch 2. 8-3 und 8-1. Was ist denn mit dem 8-3er? Der Psycho, was ist denn mit dem? Wieso spielt der nicht? Wieso ist der denn Reserve? Ah, jetzt spielt er. Ach, weil ich nicht auf beste 11 geklickt habe. Ich blöd Koppel, ey. Mein Gott, manchmal irritiere ich mich selber. Von mir 2 Tore Unterschied. Das wird. Muss ja. Hau rein, Leute. Haut rein. Ja, läuft. Ich sehe schon. Interessantes Spiel. Ausverkauft. Immer ausverkauft. Ausverkauft, ausverkauft. Bin mal gespannt, wenn wir unsere Stühle haben, ob wir dann immer noch mit 2.500 immer ausverkauft sind. Ich sag nichts. Bratwurst essen, Bier trinken, ruhig sein.
Ganz geschmeidig gucken, wie wir gewinnen. Jetzt fertig. Da ist er doch, der Allerdings da. Guck mal. Ja, siehst du, man muss ihm nur mal eine Chance geben, dann macht er auch Tore. Schließlich hat er 5 Sterne. Talent. Ja, Psycho, da musst du dich anstrengen. Ne, wollte ich nur mal so sagen. Da ist er wieder, der Allumzer. Ja, den sollte man öfter mal spielen lassen. Auch wenn er eine Menge Chancen verbrät, so wie ich das hier sehe. Überhaupt für ein Tor braucht er 4 Chancen. Oh ja, mein Gott. Ach, was soll's. 48.000, wir sind... Guck mal hier, Merchandising, 4.500. Wir sind voll zufrieden. Voll begeistert, voll zufrieden, spielen wir weiter. Jawohl, und wir sind immer noch Erster und wir haben 4 Punkte Vorsprung. Haha, das ist doch mal, das nenne ich doch mal ein Polster. Praktisch. Das nenne ich jetzt, das nenne ich ein Polster. Ich weiß ja nicht, wie ihr das nennt, ich nenne das ein Polster. So, und wir spielen zu Hause gegen Babelsberg. Schnell, bevor das Stadion noch fertig ist, noch schnell jede Menge Spiele zu Hause machen. Genau. Das muss sein. So, weiter geht's. Und Champions League und UEFA-Pokal, zweiter Spieltag, jawohl. Und unser 9. Ligaspieltag, jawohl, gegen Babelsberg. Achso, ich drücke mal weiter, ne? Sonst passiert da nämlich nichts. Weiter, immer weiter. So, 81, naja, mein Gott. Das ist, ich sag ja, wir sind für die Liga sind wir schon ganz klar zu stark. Allerdings sind wir für die 4. glaube ich noch ein bisschen zu schwach. Also wir müssten über 100 kommen. Also ich sag mal so, ja, den wir hatten im Amateurcup, der hatte 103. Aber ich glaube, mit 103 kommst du nicht weit. Der muss so 110, 115 wirst du wohl haben müssen, um da gut bestehen zu können. Naja, was soll's. Wenn wir nicht bestehen, steigen wir halt nochmal ab und dann wieder auf. Ach, dann sind wir doch hier 2 Tore Unterschied. Das machen wir doch. Das ist ja gar kein Thema. Dafür sind wir uns dann nicht zu schade, oder? Mein Gott, jede Mannschaft, die geht mal rauf und mal runter. Das ist einfach so. Selbst die Großen haben das erlebt. Jetzt mal die Bayern außen vor. Die sind seit den 70ern nicht mehr abgestiegen irgendwann. Aber ich glaube, die sind noch nie abgestiegen. Aber guck mal hier, da der All. Zack, der L spielt mit. Wieso spielt der L mit? Ach, ich will gar nicht wissen. Alles super. L, spiel ruhig mit. Du bist unser Mann. Wir bauen auf dich. Da, Psycho wieder. Jawohl, der Psycho ist echt ein starker Stürmer. Da gibt's ja nichts. Naja, 5 Sterne, der Elli. Elli Kowski. Da ist der L. Komm, mach mal ein Tor, L. Mein Gott, ey. Kann nicht sein. Noch eine Chance. Jetzt aber. Der braucht eine Menge Chancen, ne? Der ist noch nicht ganz so, wie er sein sollte. Aber naja. 2 Tore Unterschied. Alles wie geplant. Alles super. 46.000. Gerne doch. Immer wieder gern. So. Jawohl. 7 Punkte Vorsprung. Ja. Da kriegen wir doch hin. Da können wir bald aufhören zu spielen. Da sind wir schon aufgestiegen. Der Takur. Guck mal. Torschützenkönig im Augenblick mit 5 Toren. Schön. Und wir spielen den Werl. Auch schön. Und da brauchen wir uns nicht angucken. Auch schön. So. Was haben wir hier? 10. Spieltag in Werl. Genau. Das ist auch das nächste. Was passiert? Oder machen wir das auch? Wir sind im September. Okay, wieso machst du Autosave? Kommt irgendwas? Habe ich was verpasst? Sponsorenangebote sind vorhanden. Oh, da muss ich noch einmal gucken. Es gibt einen Sponsor. Einen neuen. Einmal Geld, bitte. Sponsoren. Habe ich da. Da, guck mal hier. 1 Jahr, 2,5. 3 Jahre, 2,9. 2 Jahre, 2,8. 3,4. Was ist hier mit dir? Kürzere Laufzeit. Was hältst du davon? Und ein bisschen mehr Geld. Was hältst du davon? Und Spaghetti-Eis einmal die Woche umsonst. Okay, machen wir. Da lassen wir uns drauf ein, auf solche Sachen. Wenn es Spaghetti-Eis und sonst gibt, da hätten wir auch 5 Jahre gemacht. Ist doch keine Frage, oder? Das ist ja wohl keine Frage. Einfach Letzter im Kader, das interessiert mich doch alles gar nicht. Mach weiter hier, wir haben genug andere Leute. Ich sag doch, mach weiter hier, genau. Und weiter. Hier, beste 11, zack. Der ist immer noch, der Ratza ist noch verletzt. Nach 6 Tage, eine Woche noch, dann ist er da. Dann ist der L raus.
Dale hat 2 Tore gemacht in der Zeit, guck mal. Da freut er sich bestimmt. Und die haben nur gar nicht gespielt, die beiden. Die haben nur einmal gespielt. Und der hat auch noch gar nicht gespielt. Und der ist schon 33. Ich meine, gut, der ist Torwart, aber trotzdem, ey, ich glaube nicht, dass wir den nochmal loswerden. Der wird einfach, und wenn der ist 9,8, der wird einfach, den wird keiner mehr nehmen. Und wenn wir den auf Dingsliste setzen, dann will der Schwein viel Geld. Und deswegen wird einfach der Vertrag auslaufen, dann wird er gehen. Und dann haben wir 500.000 nicht gekriegt. Darauf wird das hinauslaufen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das genau auf so was hinausläuft. Da tut mein Herz schon ein bisschen weh. Ich möchte gerne noch ein Angebot für den haben, ohne den auf die Liste setzen zu müssen, wenn ihr wisst, was ich meine. Was ist das denn hier, Pepperkorn? So nicht. Hallo? 4, 5, nein, 3. Nee, 4. Der 4 spielt mit. Oh, ein schöner Name, ne? Wenn du so eine Mannschaft hast. Gottstein, was sind das für Leute? 4, 5, Gottstein. Mori, jetzt zeig mal hier, dass wir das auch können. Jawohl, wir sind Tabellenführer, hallo? Lasst euch doch hier nicht vorführen von den Werlern hier. Das geht ja gar nicht. Zack, zack, hier. Hopp, hopp, hopp. Macht weiter hier, das wird schon. Unentschieden, echt jetzt? Keine Siegprämie heißt das. Das heißt keine Siegprämie. Oh Gott, ey. Unentschieden. Die Werler haben uns tatsächlich einen Punkt abgerungen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für ein Betrug. Was für ein Betrug. Da haben sie sich schwer reingehängt. Kann man nicht anders sagen. Haben es verdient. Mein Gott. Die Oberhausen haben auch gewonnen. 3-1. Wo sind die überhaupt? Eieieiei. Was macht die hier unten? Ich hätte doch davon gesprochen, dass wir zusammen aufsteigen. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, sowas. Ah ja, immer noch 5 Punkte vorne. Dann ist ja da. Ist ja nochmal so eben gut gegangen. Dann geht's ja noch. So. Und weiter geht's. Wir spielen in Offenbach. Langsam müsste unser Stadion aber mal fertig sein, oder? Oder meine ich ja nur? Oder kommt mir das alles nur so vor? Was sagst du denn hier? Ausbau. In 5 Tagen. Dann haben wir 800 Plätze mehr. Das ist ja schön. Dann kommen wir auf 2,5. Da freue ich mich. Da freue ich mich doch kaputt. Also so nicht so ganz kaputt, aber ich freue mich schon. So, ja dann hier, zack. Ach, wieder ein Vertrag mit einem Sponsor. Auch das machen. Was? Ach, Training ist auch für dich. Der Trainingsplatz. Ja, Mann, du, da ist ja. Da geht ja gut die Post ab. Heute wurde der Stadionblock Nord frei fertiggestellt. Jawohl, wir haben 2.500. Lass mal gucken. Guck mal hier, da sind alle Sitzplätze. Und was ist, lila ist VIP oder was? Nee. Was ist denn das, wieso ist denn das grün und lila? Was wollt ihr mir damit sagen? Guck mal, dann sind die überdacht. Das kostet nochmal 400.000. Achso, man kann die sogar zurückbauen. Das kostet, wenn ich die zurückbaue zu Stehplätzen, kostet mich das 120.000. Das ist ja super. Das ist ja super. Also wirklich, Leute. Ja, unser Ziel ist natürlich, dass wir hier alles nur noch Sitzplätze mit Dach haben. Ist ja wohl klar, ne? Ist ja wohl klar. So. Ja, klar. Also jetzt haben wir genug geguckt. Ja. Was ist hier los? Ligaplatz. Ligaspiel, genau. So, wir spielen aber in Offenbach, nicht zu Hause. In unser neues Stadion gehen wir wahrscheinlich erst dann die Woche. Beste Elf, raus mit euch, ihr Schlingels. So, in Offenbach, jawohl. Und hier der Ratze da, der weiße Ratze, siehst du, da ist er weiß. Habe ich doch gesagt. Wo ist er? Da ist ja schon wieder einer vorbelastet. Und wieder der Ratze. Ach, komm schon. Da, der Psycho hat schon wieder eine kassiert. Ey, der Psycho ist ein ganz schöner Klopper. Da wollen wir mal festhalten. Das wollen wir mal festhalten. Guck mal, 2.900. Die haben alle Stadien, die größer sind als unsere. Finde ich nie gut. Irgendwie. Ah ja, was soll's. So, Anzahl der möglichen Ansprachen. 4. Wir sagen nix. Wir trinken ein Bier.
Becks Bier löscht Männerdurst. Aber in Offenbach. Wer bist du denn? Du siehst ja aus wie ein Albino, wie Heinum, ohne Brille. Kann wohl nicht wahr sein. Ratza, jetzt mach doch mal hier. Ja, moll. Da wohl noch mal Zeit hier. Aber er ist wieder motiviert, ne? Kaum ist er wieder zurück auf seinen Krankenschein. Schon hat er wieder zack, zack, zwei Türchen. Ja, na gut, dass wir das gemacht haben mit den zwei Türchen. Sonst hätten wir nämlich hier noch wieder einen Punkt abgegeben. Gut, dass der Ratzer zwei Tore gemacht hat. Jawohl, 19.000, vielen Dank. Hat uns gut gefallen bei euch. Haben wir gerne mitgenommen, die Punkte. Vielen Dank auch. Und eure Stadionwurst ist auch super. Und Becksbier kann man auch trinken, wenn man Bier mag. Ich mag kein Bier. Aber ist ja egal. Das steht ja. Guck mal, wir stehen gegen Oberhausen. Da kommen die Oberhausener nach Kicheln, in unser Kichelner Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig geschaut habt, ob ihr die Folge gesehen habt, wo wir festgestellt haben, dass das ein ziemlich guter Ort wäre. Kicheln direkt neben dem Freizeitpark. Neben dem Moviepark, der da ist. Genau. So, wir machen weiter. Was rede ich denn da schon wieder für ein Zeug? Wir im Quali, da sind wieder 20.000 für uns. Jawohl. Und was ist denn hier? Der Rahman, hat er nicht gespielt? Macht er jetzt sein erstes Spiel? Der hatte doch gespielt. Oder kam der nicht zum Einsatz? Vielleicht kam der nicht zum Einsatz. Kann sein. Ja, das interessiert mich nicht. Hier, 20.000. Das interessiert mich. Und wir spielen gegen Dänemark. Genau. Genau, so muss es sein. 2-0, zack, zack. Und, was ist hier los? 3-0, Ende. Super, schönes Ergebnis. Wie sieht es denn aus mittlerweile hier? Kroatien. Und, ja. 7 Spieltage, volle Punktzahl. 21 Punkte, nicht ein, wo man nur 5 Tore kassiert. Ja, genau. Kroatien ist Zweiter, aber eigentlich ist das Ding durch, ne? Jetzt sind noch 3 Spieltage, was soll da noch passieren? Die können alle zu Hause bleiben, wollen gar nicht mehr antreten. Wir bleiben Erster und fertig. Da kommt gar keiner mehr ran. Ne, da sind noch, ja, 9 Punkte. Ja gut, Kroatien, wenn alle 3 Spiele Kroatien gewinnt, dann kommen sie noch 1 Punkt vor Deutschland. Aber sonst, die anderen hier, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich mache jetzt hier mein Ligaspiel und fertig. Und das ist zu Hause, glaube ich. In unser neues, super tolles Stadion gegen Rot-Weiß Oberhausen. Mal gucken. Das werden wir doch mal jetzt hier vernünftig mit dem Sieg einweihen, oder? Natürlich. Warum auch nicht, wie sich das gehört. Da, hier, 2 Tore Unterschied sogar. Gebe ich euch. 2.500 ausverkauft, siehst du? Entweder sind wir noch zu billig, ne? Oder wir müssen noch ausbauen. Aber es ist komplett ausverkauft. Der Psycho macht das Tor nicht. Was ist denn los hier? Taco, mach du das erste Tor in unserem neuen Stadion. Jawohl. Der Taco macht das. 6 Stück hat er schon. So, ich sag gar nichts. Ich sag nur, guckt euch das schöne Stadion an. Da muss alles bezahlt werden. Also spielt er sie. Ne? Wenn ihr hier nicht gewinnt in dem Stadion, dann ist echt nicht so gut. Eigentlich sogar schlecht. Ratza, mein Freund. Ah, wunderbar. Hat er nicht reingemacht. Ja, egal. Aber wir hatten 2 Tore gesagt, ne? Ja, nein, das ist Oberhausen. Komm, mach noch ein Tor hier. Nein, machen sie nicht. Keine Prämie. Das ist, wenn man, ne, 2 Tore sagt und nur 1 schießt. So geht das dann. So, übrigens habe ich mich dazu entschlossen, wenn die Rückrunde anfängt, werde ich die Trikots schon sofort von Anfang an billiger machen. Ich will die endlich mal alle loswerden. Ne, dass ich mal hier... Verstehst du, was ich meine? Genau. Du verstehst, was ich meine. Das ist gut. Mindestens einer von uns beiden versteht, was ich meine. Oh, guck mal, 4. Spieltag. Wie viel Zeit ist von mal gucken, wa? Ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken. Um die... Mein Gott. Sponsorenangebote. Moment. Irgendwie geht mir hier alles durch ein bisschen. 3 Jahre, 3, 4... 3-3, 2-4, 2-9, komm, jawohl, mit den Erdbeeren kann man doch machen, kann man doch arbeiten, zack, zack, Erdbeereis gibt's dann, da bin ich komplett für zu begeistern,
ganz klar. Erdbeereis ist genau mein Ding. Und Bananensplit. Ich liebe Bananensplit. Oh, aber nicht mit Eierlikör, nur mit Schokosoße. Der Opa ist Anti-Alkoholiker. Schon allein wegen der Medis, die er nimmt. Aber auch so. Die Zeiten sind schon lange, lange vorbei, wo der Opa was getrunken hat. So, selbst Silvester nimmt der Ursaft zum Anstoßen. Ja, so ist er. Oder richtig klares Wasser. Das nehme ich auch gerne. So richtig schönes klares Wasser. Sehr lecker. Vor allen Dingen im Sommer. Eiskaltes klares Wasser. Der Opa weiß, was schmeckt. Rotwein essen? Nein, immer noch nicht. Immer noch Erfurt. Der Witz ist so alt, der wird nie neu. Also, der ist. Ach, was rede ich denn? Lasst uns hier gucken, was hier passiert. Guck mal hier, der Geimann von Erfurt. Nein, keinen Scheiß machen hier. Kollege. Und die spielen zu Hause und die spielen gut zu Hause. Da müssen wir hier mal nichts sagen, aber. Mein lieber Mann. Wir wollen hier nicht ohne, also schon wieder die. Wir wollen. Eieiei, 2-0. Freunde, wir wollen hier nicht ohne Punkt. Watzer, mein Freund. Jetzt wird Zeit, machen wir was. Jawohl, Anschlusstreffer. Komm, da geht noch was. Einer muss noch. Einer muss noch. Hallo? Wir verlieren tatsächlich unsere erste Niederlage. Oh. Nicht, dass wir absteigen. Nein, war ein Witz. Wir sind 7 Punkte vorne, aber trotzdem unsere erste Niederlage. Nicht zu glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir verlieren. In dieser. Wie heißt es denn? Sag doch mal schnell. Legislaturperiode hätte ich fast gesagt, aber das ist natürlich das total falsche Wort. Ach. Ah, guck mal hier, unser Achtelfinale. In dieser Saison, mein Gott, ey, jetzt habe ich jetzt. Juhu. Ich wollte doch mal hier gucken. Moment, wir wollten doch mal hier gucken. Hier waren doch 4 Spiele schon. Ne? Wir wollten doch mal eben gucken, wie unsere Mannschaften so da rumstehen. Die Stuttgarter, wo bin ich denn? Im UEFA-Pokal. Die Stuttgarter sind auf dem zweiten Platz mit 9 Punkten. Naja, 6 Spiele gibt's. Naja, 6 Spiele gibt's. 4 haben wir. Richtig? Ich meine, ich hätte 4 gesehen. Ja, 3, 6, 9, 12, genau. Getafe hat alle Spiele gewonnen. Ja, die sind ja berühmt, die Getafe. Kennt kein Mensch, aber egal. Und die Stuttgarter sind Zweiter und eigentlich ist der Drop gelutscht, ne? Da sind da 6 Punkte, da kommt keiner mehr dran. Also sind die beiden durch, jetzt schon. Das ist ja toll. Die Frankfurter, guck mal hier. Auch für die ist der Drop gelutscht. Da kommt auch keiner mehr dran. Die haben nur 2 Tore kassiert. San Sebastian, Istanbul. Da geht es noch um Platz 2. Na dann. Der PSV ist Dritter. Mein Gott, und die können noch soeben vielleicht Zweiter werden. Sevilla ist ganz klar vorne. Da passiert nichts mehr. Die Bayern natürlich. Aber nicht alle Spiele gewonnen. Was ist denn hier passiert? 1-0 gewonnen, 4-0 gewonnen, unentschieden. Gegen Saint-Étienne. In Saint-Étienne haben sie unentschieden gespielt. Und ihr seid noch nicht sicher. Da geht noch einiges. Also da sind noch 6 Punkte zu vergeben. Ihr seid noch nicht in trockenen Tüchern. Muss ich mal sagen. Everton ist so gut wie durch. Da kann nicht mehr viel passieren. Everton kann gar nichts mehr passieren. Sehe ich gerade. So, Mailand kann auch nichts mehr passieren. Auch durch. Glasgow. Aber ich meine, ne. Da muss schon viel schief gehen, um das noch zu verlieren. Tula, Arsenal Tula. Ist Russland oder was? Kann ich gar nichts zu sagen. Kenne ich überhaupt nicht. Und Nantes. Naja, okay. Und wann haben wir hier noch? Palace. Crystal Caesars Palace. Caesars Palace, genau. Ja. Dann, die kennen wir aber gar. Larnaca. Aber sind Zweiter, immerhin. Wunderbar. So, jetzt gucken wir die Champions League. Und die Leipziger sind vorne. Mit 7 Punkten. Da geht's aber richtig zur Sache. Chelsea 7 Punkte, Lissabon 7 Punkte. Was ist denn hier passiert? Lissabon 1-1, Chelsea Leipzig 1-1. Lissabon schlägt Chelsea 2-1, Leipzig schlägt Thessaloniki 2-1.
Lissabon schlägt Leipzig 2-1. Und Chelsea schlägt Thessaloniki 1-0. Die Leipziger gewinnen zu Hause gegen Lissabon 3-1 und Chelsea gewinnt gegen Thessaloniki. Also hier ist noch alles möglich, aber der dritte geht ja nur in den UEFA-Pokal. Also, aber da ist noch alles drin. Das ist ja eine Hammer. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist eine Hammergruppe. Real Madrid ist halt Real Madrid, ne? Die sind so gut wie fertig. Atletico Bergamo, der zweifache Sieger des UEFA-Pokals der letzten 2 Jahre, auch hier etabliert er sich sehr gut in der Champions League vor FC Barcelona. Das soll mal was heißen. Manchester City und Lyon, beide vorne, wie man es eigentlich auch erwartet hatte. Die Dortmunder mit 12 Punkten, volle Punktzahl und auch ein Gegentor. Mein Gott. Gegen Turin und gegen Madrid haben sie sich durchgesetzt. Sehr schön. Guck mal hier, 1-0 gewonnen, 4-0 in Mariupol. Was haben sie hier gemacht? 2-0 in Madrid, 3-1 zu Hause gegen Madrid. Also kann man nicht meckern. Super, super. Leverkusen, unser Meister, ist hinter Tottenham Zweiter. Naja, Paris Saint-Germain, also nach der Pleite, die sie im DFB-Pokal hingelegt hatten, in der ersten Runde raus gegen den Drittligisten, habe ich gedacht, das könnte auch ins Auge gehen. Aber sie halten sich doch ganz ordentlich. So, wen haben wir hier? Ajax. Ajax und Neapel sind erfrischend weit vorne. Und ja, haben wir Mönchengladbach. Die sind Zweiter hinter Manchester, aber vor Lille. Also, eigentlich sind sie durch, ne? Aber wenn alle Stricke reißen, sollten sie wenigstens im UEFA-Pokal reinrutschen. Naja, ja, wunderbar, haben wir das auch mal gesehen hier. Guck mal an, schau mal einer, guck. So, wie geht es weiter? AM Cup, unser AM Cup-Spiel. Ja, das machen wir aber erst beim nächsten Mal dann, Freunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und wir spielen gegen Balingen. Das waren Siebtligisten zu Hause. Ich hoffe, wir haben volles Stadion. Die Fernseher, alles muss da sein. Wahrscheinlich nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.